Hey und herzlich willkommen in der Barschule Freiburg. Ich bin euer Coach Basti und wir machen heute einen Scofflaw. Der Scofflaw ist ein besonderer Drink, weil ein Scofflaw in den 20er Jahren, in der Zeit der Prohibition in Amerika, jemand war, der illegalerweise Alkohol getrunken hat. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Den nannte man jedenfalls Scofflaw und die illegalen Barkeeper der damaligen Zeit haben diesen Bösewichten, diesen Gesetzlosen, eben genau diesen Drink gewidmet, den sogenannten Scofflaw. Die Zutaten für den Scofflaw findet ihr in unserer Rowing 20s Cocktailbox. Die findet ihr auf unserer Homepage www.barschule-freiburg.de. Dort ist ein Online-Shop. Da findet ihr diese Zutaten und mit denen können wir den Drink zubereiten. Zusätzlich braucht ihr nur noch frischen Limettensaft, den habe ich hier vorbereitet. Am besten frisch gepresst. Könnt aber auch einen fertig gekauften verwenden. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Ganz kurz vorab, ich kühle diese Martini-Schale hier, weil das hinterher in dieses kalte Glas serviert werden soll und ich kühle das einfach vor mit Eiswürfeln. Ihr könnt das auch vorher in den Kühlschrank oder in ein Gefrierfach stellen, umso kälter, umso besser. Unser Shakerglas. Wir fangen an mit 2 Zentilitern bzw. 20 Millilitern von dem Limettensaft. Das mache ich mit so einem Jigger. Damit lässt es sich einfach sehr gut abmessen. Einfach hier rein. Als nächstes brauchen wir einen Zentiliter bzw. 10 Milliliter Grenadin. Auch das messe ich mit einem Jigger ab, damit es genau wird. Grenadin ist ein Granatapfelsirup, ist auch ganz interessant zu wissen. Ist einfach sehr, sehr süß und wird gerne in Cocktails verwendet. Als nächstes brauchen wir natürlich noch Alkohol. Da haben wir erst einen Likör und zwar einen weißen Wermut. Davon verwenden wir 2 Zentiliter. Das können wir jetzt auch abmessen. Ich mache das aber mal frei Schnauze. Ihr braucht jedenfalls 2 Zentiliter. Und damit sind wir schon fast am Ende. Jetzt kommt noch die wichtigste und wesentlichste Zutat. Das ist ein Rye Whisky. Der ist hauptsächlich aus Roggen hergestellt und verleiht dem Scofflaw eine sehr, sehr würzige Note. Und davon nehmen wir, um den Schwerpunkt zu schaffen, auch 4 Zentiliter. Auch da solltet ihr abmessen. Ich traue mir das zu, das so auszuwählen. Und jetzt haben wir hier die Zutaten drin. Als nächstes macht ihr hier Eiswürfel rein. 7-8 Stück, eine Schaufel. Da kommt es auf den einen oder anderen nicht an. Das Ganze verschließt ihr mit einem Shaker, dass es fest zu ist. Und dann wird es 10 bis 15 Sekunden geshakt. So. Lösen wir das Ganze. Und jetzt kommt unsere Vorbereitung ins Spiel. Die Martini-Schale ist jetzt sehr kalt. Das Eis brauchen wir nicht mehr. Wir präsentieren das jetzt einfach hier und werden das Ganze mit einem sogenannten Strainer und einem Barsieb in diese Martini-Schale einfüllen. Nennt sich dann Abseihen. Die Füllmenge, wenn ihr die Rezeptur berücksichtigt habt, ist genau so, dass es schön voll ist. Damit seid ihr schon fast fertig. Als allerletztes brauchen wir noch eine schöne Dekoration und das ist bei uns eine getrocknete Limettenscheibe. Die liefern wir auch in unserer Cocktailbox mit, müsst ihr euch also nicht drum kümmern. Die bleibt hier so schön drin stecken und schwimmt dann oben drauf rum. Und das ist der Scofflaw, der Drink der Gesetzlosen. Mittlerweile zum Glück erlaubt. Wir haben noch viel, viel mehr Drinks, kommt gerne wieder. Wir sind die Barschule Freiburg und freuen uns, dass ihr dabei seid. Bis dann!